Ja, zur Einführung in die Wahrscheinlichkeitsrechnung hier noch ein paar Beispiele. Zum Beispiel das hier. In einem Beutel sind 9 rote Murmeln, 2 blaue Murmeln und 3 grüne Murmeln. Wie groß ist die Wahrscheinlichkeit, zufällig eine Murmel auszuwählen, die nicht blau ist? Tja, also wir machen wieder ein Zufallsexperiment. Nehmen wir an, dass alle diese Murmeln gleich groß sind und dass es gleich wahrscheinlich ist, die aus dem Beutel jetzt herauszuholen. Also wenn wir hier diesen Beutel haben und dann sind da drin 9 rote. Tun wir mal die rein. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 rote haben wir drin. Dann 2 blaue. 1, 2. Und 3 grüne Murmeln sollten drin sein. 1, 2, 3 grüne Murmeln sind drin. Und jetzt besteht das Zufallsexperiment darin, dass ich halt eine von diesen Kugeln raushole. Und jetzt ist die Frage, wie groß ist die Wahrscheinlichkeit, eine rauszuholen, die nicht blau ist? Na gut, wie viele Möglichkeiten habe ich denn insgesamt? Also die Wahrscheinlichkeit hier eine nicht blaue Murmel rauszuholen. Wahrscheinlichkeit von einer nicht blauen Murmel. Murmel. Nicht blaue Murmel. Das ist dann wieder unser Bruch. Und unten stehen wieder die Zahl der Ergebnisse, die es insgesamt gibt. Es gibt 9 Murmeln plus 2 Murmeln plus 3 Murmeln. Das sind also insgesamt 14 Murmeln sind in dem Beutel. 14 mögliche Ergebnisse gibt es. Ja, und welche dieser 14 Ergebnisse passen dann zu diesem Ereignis? Ja, natürlich die ganzen nicht blauen Murmeln. Das sind nämlich die 9 roten Murmeln und die 3 grünen Murmeln. Also gibt es insgesamt 12 Murmeln, die nicht blau sind. Und damit gibt es auch 12 Ergebnisse, die jetzt diesem Ereignis hier entsprechen. Also 12/14 ist die Wahrscheinlichkeit, eine nicht blaue Murmel da aus dem Beutel rauszuziehen. Oder 6/7. Ja, gehen wir gleich weiter. Bei der nächsten Aufgabe geht es darum, wenn eine Zahl aus der folgenden Liste zufällig ausgewählt wird, wie groß ist dann die Wahrscheinlichkeit, dass die Zahl ein Vielfaches von 5 ist? Also da brauchen wir die Wahrscheinlichkeit, dass die Zahl ist Vielfaches von 5. Von 5. Also das ist unser Ereignis, dass die ausgewählte Zahl ein Vielfaches von 5 ist. Und die Wahrscheinlichkeit dafür ist nun gerade wieder, ja, wieder unser Bruch. Und drunter steht, unten steht die Zahl der Ergebnisse. Wie viele Ergebnisse gibt es? Naja, genauso viele Ergebnisse, wie es hier Zahlen gibt. Wie viele sind denn das? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12 Zahlen gibt es. Und wie viele davon sind ein Vielfaches von 5? Schauen wir es mal an. Das 32, nein. 49, nein. Das ist ein Vielfaches von 5. Das ist ein Vielfaches von 5. 56 nicht. 28 nicht. Die 50, die 40, die 40, die 45, die 3 nicht, aber die 25. Also ich habe 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 Vielfache von 5. Also ich habe 7 von diesen 12 Ergebnissen sind die dieses Ereignis hier eintreten lassen und dementsprechend ist die Wahrscheinlichkeit dieses Ereignisses hier 7/12. Jetzt mal eine ganz anders gestrickte Aufgabe. Der Umfang eines Kreises beträgt 36 Pi. In diesem Kreis ist ein kleinerer Kreis mit der Fläche 16 Pi. Ein Punkt innerhalb des größeren Kreises wird zufällig ausgewählt. Wie groß ist die Wahrscheinlichkeit, dass dieser Punkt dann auch im kleineren Kreis liegt? Also auf jeden Fall haben wir da mal zwei Kreise. Das ist einer davon und von dem wissen wir den Umfang. Also hier von dem Kreis kennen wir den Umfang und der beträgt 36 Pi. Ja, und dann habe ich noch den zweiten Kreis, der ist kleiner. Der soll hier irgendwo innerhalb liegen. Also zum Beispiel hier an dieser Stelle. Da könnte dieser zweite Kreis liegen und da kenne ich die Fläche. Dieser zweite Kreis hat die Fläche von 16 Pi, diese Fläche hier. Ja, und jetzt soll ich irgendwo auf diesem großen Kreis
einen Punkt auswählen. Das könnte ich zum Beispiel machen, indem ich hier einen Pfeil auf diese große Fläche werfe, ohne zu zielen, einfach zufällig einen Pfeil drauf schmeiße und dann schaue ich nach, wo der stecken geblieben ist. Damit habe ich eigentlich einen Punkt ausgewählt und ja, jetzt gibt es eine gewisse Wahrscheinlichkeit, dass ich dann gerade das Gebiet treffe, wo hier dieser kleine Kreis liegt. Und diese Wahrscheinlichkeit möchte ich ausrechnen. In dem Fall haben wir halt die Schwierigkeit, dass es eigentlich unendlich viele Ergebnisse gibt. Es gibt unendlich viele Punkte innerhalb dieses großen Kreises und deshalb gibt es auch unendlich viele Möglichkeiten, die ich treffen könnte. Hier in dem kleinen Kreis gibt es aber auch unendlich viele Punkte, also mit Abzählen komme ich diesmal nicht so weit. Das wird nicht so leicht gehen mit dem Zählen, aber ich glaube, jeder von euch, wenn man das so anschaut, dann kann man schon auf die Idee kommen, dass es wahrscheinlich irgendwas mit dem Verhältnis der Flächen zu tun hat. Das Verhältnis dieser kleinen Fläche zur großen Fläche, das sagt mir doch etwas darüber aus, wie groß die Wahrscheinlichkeit ist, dass ich jetzt tatsächlich mit meinem Pfeil diese kleine Fläche treffen würde, wenn ich hier auf diese große Scheibe ziele. Und je größer diese kleine Fläche ist, desto größer natürlich auch die Wahrscheinlichkeit, dass ich tatsächlich auf diese kleine Fläche treffe. Also können wir die Wahrscheinlichkeit mal hier anschreiben. Wir können sagen, dass die Wahrscheinlichkeit, diese kleine Fläche zu treffen, also sagen wir mal, die Wahrscheinlichkeit, treffe kleinen Kreis, die Wahrscheinlichkeit, diesen kleinen Kreis zu treffen, diese Wahrscheinlichkeit beträgt gerade ja, das Verhältnis dieser kleinen Fläche zur großen Fläche, also Fläche, kleiner Kreis, Fläche, kleiner Kreis, zur Fläche des großen Kreises. Fläche, großer Kreis. Ja, das Verhältnis dieser beiden Flächen, das sagt mir etwas mit der Wahrscheinlichkeit, dass ich jetzt, dass der ausgewählte Punkt jetzt tatsächlich zugleich in dem kleinen Kreis drin liegt. Und dann muss ich das eigentlich nur berechnen. Die Fläche von dem kleinen Kreis kenne ich. Das waren ja diese 16 Pi hier. Das kenne ich ja, 16 Pi. Die Fläche vom großen Kreis kenne ich nicht, da kenne ich ja nur den Umfang. Das heißt, da muss ich erstmal den Radius ausrechnen. Also wenn ich den Umfang von 36 Pi habe, wie groß ist denn der Radius? Der Umfang des Kreises beträgt 2 Pi R. Und 2 Pi R wären dann, sagen die 36 Pi. Das heißt, wenn ich das Ganze hier durch 2 Pi teile, diese Gleichung, teile ich das mal durch 2 Pi, dann erhalte ich R ist gleich 36 Pi durch 2 Pi ist gleich 18. Ja, und dann fällt es mir ja leicht, die Fläche zu berechnen. Die Fläche des großen Kreises, Fläche, großer Kreis ist R Quadrat Pi und das hieß dann, das ist dann 18 zum Quadrat mal Pi. 18 zum Quadrat, das wären 324 Pi. Also kann ich sagen, die Wahrscheinlichkeit, den kleinen diese gesuchte Wahrscheinlichkeit, das ist dann also die Fläche des kleinen Kreises, das waren die 16 Pi und die Fläche des großen Kreises, das waren 324 Pi. Und das kann ich jetzt mal durch, das kann ich sogar durch 4 teilen, das heißt, da würden hier noch übrig bleiben, die Pi gehen weg, da würden hier noch übrig bleiben 4 geteilt durch 324 durch 4, also das ist 81. Die Wahrscheinlichkeit, dass ich jetzt diesen kleinen Kreis treffe, wenn ich hier auf diesen großen Kreis ziele, ist 4 81stel und das ist genau das Flächenverhältnis.